Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Im letzten Part sind wir hier hochgegangen, also über dieses Sägewerk-Ding, haben das Radio angemacht und von einem entlaufenen Hund gehört. Ich hoffe, wir laufen diesem armen Hund noch über den Weg und bringen ihn zurück zu seinem Herrchen. Und die Musik nervt mich gerade ziemlich. Radios werde ich nicht mehr anmachen, habe ich beschlossen. Naja. Ah, okay, ich habe es gefunden. Tatsache. Was ist drin? Leuchtpistole. 2 Schuss habe ich jetzt schon. Cool. Und ja, es geht weiter mit Alan Wake. Wir müssen immer noch zur Tankstelle. Und ich glaube, wir schaffen es in diesem Part. Wenn ich mich nicht zu doof anstelle. Wir haben es nämlich fast so weit gespielt, bis es für mich blind wird. Und dann wird's ätzend. Okay, Manuskript wieder. Da ist die Tankstelle, sie ist ganz nah. Leider, leider, leider. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Mach die besten Hot Dogs im Stadt. Leider ist Ducky auch noch hier. Keine Frage. Der Monster da kommt gleich danach. Der Star Dog ist der drittbeste. Wieso Doc? Doc heißt doch Hund. Der hat nicht ernsthaft den Hund gefunden und der ist jetzt auch böse, oder wie? Na, ich will nicht. Und Gegner spawnen. 3, 2, 1, meins. Wow. Nein, ah. Fuck the police. Fuck it. Oh, fuck, ich bin tot. Ich bin tot. Ausgewichen. Oh, ausgewichen! Oh, fuck! Fuck! Und zack! Oh, er ist weg! Okay. Schnell! Generator! Oh Gott! Ich wusste zwar, dass Gegner kommen, aber ich dachte, ich habe noch Zeit hier kurz. Das Ding anzumachen. Oh Gott, ey. Safe Haven. Also sicherer Himmel. Und ich hoffe, ich habe den Weg noch im Kopf, denn was jetzt kommt, da muss man sich sehr beeilen. Die Gegner spawnen, wenn man zu lange in der Dunkelheit ist und genau das wird jetzt passieren. Oh nein. Renn, Alan, renn, spring, renn einfach, renn, Alan, komm. Da ist Licht, Lampe. Au! Oh, Mann, Licht, ich muss zum Licht, ich muss. Hoch. Ey. Man kann's auch übertreiben. Na, lad schneller nach und schieß. Jawohl. Okay. Ich habe den Weg gefunden. Sehr gut. Ey, ihr wisst nicht, wie lange ich gebraucht habe beim ersten Mal spielen, den Weg zu finden. Oh. Okay. Was ist hier drin? Eine Batterie und Revolvermunition. Perfekt. Nochmal ins Licht. Und gutes. Ja, die Gegner kommen nicht ins Licht. Oh Mann. Okay, hier. Da oben geht's zu einem Secret. Ehrlich gesagt scheiße ich gerade auf das Secret, aber... Wenn ich's schon find... Ah, da ist es ja. Gut. Leuchtpistole. 3 Schuss habe ich. Sehr gut. Wer weiß, wofür wir es noch brauchen. Fuck. Ein Kerl wie ich braucht eine anständige Mahlzeit, um gut durch den Tag zu kommen. Eine anständige Mahlzeit. Ich gebe dir gleich eine anständige Mahlzeit. Noch mehr Gegner. Ich hasse die Dunkel... Oh mein... Nein! Nein!
Oh fuck, oh fuck. Oh, ich weich doch aus. Ey. Ey, jetzt aber. Boah. Ich weich doch die ganze Zeit aus. No, oh, oh, oh. Oh Mann, ihr Schweine. Oh Gott, ey. Ich stell mich an. Ich brauch Licht. Licht, 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 Licht. Nur im Licht kriege ich wieder Energie. Also, schnell. Energie. Oh Gott. Wieso schwingen die ganzen Sachen? Das darf doch nicht wahr sein. Und guck mal, ein Generator. Okay, kann ich in das Haus rein? Ja. Okay, da ist eine Schrotflinte. 9 Schuss. Ja, ich glaube, jetzt kommt der Boss hier von vom ersten Kapitel. Wer wird das wohl sein? Hm, doch nicht etwas Ducky, oder? Soll ich den anschalten? Jo, komm. Show me. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Nee, wisst ihr was? Kauft euch das Spiel. Das ist zu langweilig. Ich muss hier Action reinbringen. Ja, das ist der Ort, an dem alles entschieden wird. Generator. Schnell, 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 bevor die Gegner kommen. Das hat irgendwas ausgemacht. Oh Mann, es wird dunkel. Oh, scheiße. Eine Zündkerze, um Auto zu wechseln. Okay. Ist wirklich nicht so einfach. Wie man vielleicht denkt, es kann sehr gefährlich sein. Und man braucht Geduld. Oh nein. Ich kann ihn nicht. Okay. So, Leute, ihr müsst zuerst... Oh, au! Na, Mann! Oh, jetzt! Könnt ihr mal drauf gehen, Mann? Ey, schieß! Ist das Ducky? Oh. Wow! Wo ist er? Fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wo ist er? Stucky! Rick dich ab, Mann! Komm von deinem Speedtrip runter! Und zack, 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 zack! Oh fuck. Au, au, au! Tschüss, Mann! Mit der Leuchtpistole! Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Oh Mann. Okay, ich habe mich gerade ziemlich angestellt wie der letzte Mensch, aber spielt es mal selber mit Controller, das ist nicht so leicht. Oh, ich zitter. Nein, das sage ich natürlich nur. Nee, ernsthaft. Das Spiel schafft mich echt. Oh Mann, wie der abgespeedet ist, ey. Der hat irgendwas genommen, glaube ich. Hat's hier noch ein Secret oder... Nö. Schaut nicht so aus, ne? Dann geh ich mal weiter. Überall, wo was grün ist, ist gut. Öffnen. So. Schön das Gatter aufgemacht. Und da ist die Tankstelle. Oh ja. Ab der Tankstelle, also nachdem ich bei der Tankstelle war, endet das Kapitel. Und dann ist für mich alles blind. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Mhm. Stimmt. Stimmt, ich hab's ja extra sogar noch gesagt. Da wird ein Elch oder ein Hirsch gezogen. Kein Elch, ein Hirsch. Hirschfest war hier, ja. Oder ist hier? Oder kommt erst noch? Oh Mann, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, bei der Ankunft waren wir kurz vor dem Hirschfest da. Mal gucken, wie es jetzt Wahnsinn, aussieht. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Hm. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Finde ich auch. Da liegt eine Manuskriptseite. So. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen.
stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Ich wusste es. Wir sind irgendwie die ganze Woche bewusstlos gewesen und sind in einem Auto aufgewacht. Oh Gott. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Oh Mann, wieso betont er das auch noch? Ein Fernseher. Nein, ich werde ihn... Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Das ist Alan. Außerhalb der Hütte. Außerhalb der Geschichte. Nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Meine Vermutung jetzt, also ich weiß ja auch nicht, wie es weitergeht im Spiel, aber ich vermute mal, dass er die Geschichte geschrieben hat, jetzt doch freiwillig, um seine Frau zu retten. Aber irgendwas ist da, glaube ich, schiefgelaufen. Nordic Walking. Wurde uns ja empfohlen, glaube ich sogar. In diesem Dinner. Was ist hier? Blabla, 15. bis 18. Okay, für Kinder, Hasenzahn, Charlie, WTF. Okay, ich lese das nicht. Ihr könnt es ja lesen. Kann ich die Kasse ausräumen? Ach, Telefon. Oh, ein Telefon, okay. Telefon. Polizeiwache Bright Falls. Menschen. Endlich. Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mhm. Mr. Way, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Ja, wir haben Stucky umgebracht. So sieht's aus. Oh Mann. Was zum... Wo ist die Insel? Das gibt's nicht. Es gibt keine Insel. Okay, jetzt bin ich verwirrt. A candy-colored clown, they call the Sandman. Oh man, Copyright. Das war Episode 1. Genau. Go to sleep, everything is all.